Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute werde ich mal mit euch zusammen versuchen, mein erster Versuch, hier so ein altes iPhone 2G zu öffnen. Das ist nicht so einfach wie heutzutage. Da muss man ja, also heute muss man einfach nur hier zwei Schrauben lösen und dann kann man bei vielen Modellen direkt hier den Screen hochnehmen. Bei den 5er Modellen oder bei den 4er und 4S Modellen kann man dann einfach hier das Backcover nach oben schieben und abnehmen. So leicht war es hier bei dem alten Modell noch nicht. Hier müssen wir erstmal diesen unteren Plastikbereich hier ablösen, wo sich die Antennen drunter verbirgen. Und das geht nur mit ein wenig sanfter Gewalt. Dafür werde ich mal hier so einen Schraubenzieher benutzen. Den müssen wir einfach hier unten, ja zwischen, auf einer Seite am besten, nur hier zwischen Aluminium und Plastikgehäuse bringen und das Ganze dann nach unten schieben. Ich habe hier schon so einen kleinen Spalt drin auf dieser Seite und deswegen werde ich mal versuchen, das Ganze hier anzusetzen. Und da hat es schon plopp gemacht. Hier könnt ihr das sehen. Hier habe ich jetzt also schon meinen Spalt. Ich will natürlich hier möglichst wenig kaputt machen dabei. Und da haben wir es geschafft. Also der untere Teil des iPhones ist lose. Hier könnt ihr jetzt schön die ganzen Antennen sehen, die hier unten verbaut sind. Und das hier ist dann der untere Deckel, der diese Antennen abdeckt. Der hat hier zwei Mechanismen, die einrasten. Und ja, ich glaube, so kann man es besser sehen. Hier haben wir zwei Einrastmechanismen drin. Und Mann, der ist auch echt dreckig. Den mache ich da auch gleich mal sauber. Nachdem wir nun das untere Teil entfernt haben, kann man hier ganz gut erkennen, dass wir jetzt drei Schrauben haben, die wir lösen müssen. Das ist einmal diese hier, das sind ganz normale Kreuzschlitzschrauben. Haben wir einmal also ganz rechts, hier in der Mitte haben wir noch eine und hier ganz links ist die nächste und dritte Schraube und die lösen wir dann einfach mal mit einem kleinen Philips-Schraubenzieher. Passt wie immer darauf auf, dass ihr die Schrauben nicht verliert. Wie immer an solchen Geräten ist das auch hier ein ziemlich kleines Teil, also legt sicher auf Seite, da wo ihr das auch wieder finden könnt. Wenn es mal weg ist, wird es schwierig, das Ganze nochmal zu finden. So, und jetzt sind alle drei Schrauben draußen. Hier könnt ihr es sehen, hier hat die erste Schraube gesessen. Hier war die zweite drin, direkt beim Antennenkabel. Und hier war also die dritte Schraube drin. Jetzt müssen wir hier das Aluminium-Cover also losbekommen irgendwie. Dazu werde ich mal hier so einen Schraubenzieher benutzen, einen Flachkopfschraubenzieher und hier so ein Metall, ja Plektrum, so eine Metallplatte. Die werde ich einfach dazu benutzen, um sie hier unterzuschieben, damit der Druck sich etwas besser verteilt, den ich gleich hier anbringen werde. Und das Ziel ist es, dass hier diese Seite, wir müssen die nach außen und nach oben bekommen, sodass wir nachher mit unserem Plastiktool hier dazwischen gehen können, um dann hier den ganzen Rest abzulösen. So, das ging jetzt bei mir gerade sehr, sehr leicht. Ist sofort aufgepoppt und jetzt kann ich das ganze Case hier also fast schon hochheben. Aber hier brauche ich doch noch ein bisschen mehr Unterstützung. Da gehe ich mit meinem Plastiktool nochmal rum, um das hier zu lösen. Also die eine Seite, die ist auf jeden Fall schon mal los. Vielleicht geht es auch so leicht, weil das Teil hier schon mal geöffnet wurde in der Vergangenheit. Kann ich so jetzt schlecht sagen. Und die andere Seite, die wehrt sich auch noch. So, und irgendwann wird auch das stärkste Case mal aufgeben. Und ihr habt es gelöst, aber Vorsicht, hebt es nicht komplett ab, denn da ist noch ein Kabel verbunden. Hier kann man es ganz gut erkennen. Zwischen Case und der Hülle steckt hier also noch ein Kabel drin und das müssen wir vorher auf jeden Fall noch lösen. So, und die Verbindung, die trennen wir dann einfach ab. Am besten hier mit dem Fingernagel. Einfach drunter gehen und lospoppen und dann haben wir hier unser iPhone 2G geöffnet. Also hier seht ihr das Backcover mit Innenleben. Da ist also hier der, ja was haben wir denn da dran? Der, ja, der Kopfhörereingang, der ist hier oben auf jeden Fall dran und die ganzen Kabel hier für die Power, für den Power-Button und auch für die seitlichen Tasten. Das steckt also alles hier im Backcover drin. Und so sieht unser iPhone dann aus, wenn das Teil geöffnet wurde.
Tja Leute, und so entfernt man also das Backcover von einem alten iPhone 2G. Ist eine kleine Fummelei, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht das Ganze schon ganz gut. Und jetzt kann man also anfangen, hier eventuelle Defekte zu reparieren. Und ja, dann mal viel Spaß beim Selbstausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Okay Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+ und bei www.meappleCat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!